Hallo Internet, wenn ihr euer Video bereits geschnitten, hochgeladen und auf YouTube optimiert habt, dann habe ich hier noch 5 weitere Tipps, wie ihr euer Video dann in den Suchmaschinen noch ein kleines bisschen höher positionieren könnt. Los geht's! Der erste Tipp: Playlists erstellen. Erstellt für eure Videos eine Playlist, die wiederum die wichtigsten Keywords im Titel und in der Beschreibung enthält. YouTube zeigt diese Playlists gerne mal auch in den Suchergebnissen an. Aber diese Keywords haben auch Auswirkungen auf eure Videos, die dann in diesen Playlists vorhanden sind. Außerdem könnt ihr auf diese Weise alte Videos von euch nochmal im Stream eurer neuen Abonnenten auftauchen lassen. Der zweite Tipp: Social Media. Postet euer Video auf Facebook, Twitter, Google+ oder wo auch immer ihr euch rumtreibt. Die Verlinkungen dort steigern nicht nur eure Klicks, sondern auch gleichzeitig die Relevanz von eurem Video. Der dritte Tipp: Backlinks. Dann gibt es natürlich auch noch die normalen Links. Ähnlich wie bei Webseiten auf Google steigern diese Links auch das Rating eurer Videos auf YouTube. Vielleicht gibt es Foren, in denen bereits über das Thema dieses Videos diskutiert wird. Der vierte Tipp: die Beständigkeit. Nicht nur deine Abonnenten warten auf das nächste Video. Wie bei Webseiten ist die Aktualität auch bei SEO für Videos besonders wichtig. Wenn ihr länger nichts Neues auf euren Kanal gestellt habt, dann wird dieser als alt und langweilig von Google bewertet. Wenn ihr also viele Videos auf einmal erstellt habt und euch die Ideen so langsam ausgehen, dann ladet die Videos besser nach und nach hoch. Also so ein Video pro Woche ist eigentlich ideal. Und so schwer ist es nicht, denn bei YouTube gibt es mittlerweile auch die Möglichkeit, Videos zu planen. Der fünfte Tipp: auf Kommentare antworten. YouTube ist nicht nur eine Videoplattform, sondern auch eine Community. Der Austausch mit den Zuschauern ist sogar so sehr erwünscht, dass YouTube Kanäle bevorzugt, die schnell auf Kommentare reagieren. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesen Tipps weiterhelfen. Und wenn es euch gefallen hat, dann klickt doch auf den Daumen nach oben oder abonniert den Kanal. Oder ihr klickt einfach auf diesen Link, um weitere Tipps zur Suchmaschinenoptimierung bei YouTube zu bekommen. Außerdem habe ich eine kleine Checklist für euch vorbereitet, in der alle Tipps nochmal niedergeschrieben sind, sodass ihr die einfach neben euch auf den Schreibtisch legen könnt, jeden Punkt abhakt, bis der erledigt ist und am Ende eure Videos besser rankt. Dafür folgt ihr einfach diesem Link hier unten. Okay, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ähnlich wie bei Webseiten auf Google steigern auch diese Links. Ähnlich wie bei Webseiten auf Google steigen die...